Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Wir versuchen jetzt dieses Teil hier zu erobern. Das ist ein Elefant. Weißt du, scheiß auf ruhig sein. Ich glaube, ihr wisst alle ganz, ganz genau, was ich jetzt machen werde. Oder warte, wir können den Alarm leise stellen und dann holen wir uns den Elefanten. Nur wir müssen unbedingt jetzt einen Elefanten reiten. Ja, genau so. Fuck. Da waren welche drin. Hey Elefant, bleib mal ganz kurz stehen. Ich hatte eine kleine Bitte an dich. Kannst du mir kurz helfen? Nice! So awesome! Bam! Nice one! Oh, da steht noch einer! Bye! Ey, wie die geflogen sind, ja? Scheiße. Du bist mein Freund. Na Leute, wie geht's? Das Schlimmste an den Geschichten über die Stadt der Schmerzen ist... Willkommen im Krieg, Bruder. Meine Mutter... Nimm ruhig beide Außenposten für den goldenen Pfad ein. Ich bin nur einen Millimeter gelaufen. Pajot! Lass mich nicht. Sorry. Oh, das gibt Minus. Karma. Es tut mir leid, das war mal so witzig. Spreche ich mit RJ Galley? Wer ist da? Keine Zeit für Erklärungen. Triff mich gleich bei meinem Studio. Ne, jetzt bringen wir erstmal ganz das Tier weg. Das ist ja direkt nebenan. Ach, ist das geil. Können wir Bäume damit umreißen? Ne, es funktioniert irgendwie nicht. Ich töte dich langsam! Geil. Au! Das ist ein Tier! Ja! Haben wir ihn gerade erlegt? I don't know. I don't care. Hab ich? Ist er noch irgendwo hier? Ah, egal. Richtig geil. Leute, ich steige einfach aufs Dach drauf. Why not? Hey du. Hallo. Oh, also stimmt das Gerücht. Herein, herein, herein. Wie soll ich dich nennen? RJ oder Adonis? Oh. Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Mumu Chiffon. Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne.
Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. What the fuck? Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. Pelze. Häute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Ja, kann man bestimmt vergleichen. Und gemeinsam machen wir dich grimmig. Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast. Irgendwie finde ich den Typen witzig. Wow, 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 ganz geschmeidig bleiben. Dich zu reiten war irgendwie cooler. Kann ich dich eigentlich auch von hier aus töten direkt? Nee. Also egal. Wir gehen jetzt kurz hier das Poster abreißen. Die Kiste mitnehmen. Gib mir die Kiste, danke. So, was haben wir denn hier auf der Karte? Alter, es ist... Was ist das denn? Search this area carefully for the demonic mask which has been placed as a token of the serial killer and destroyer. Remove it. Gibt einfach nur XP. Da ist noch ein Propaganda-Poster, bei dem ich aber absolut keine Ahnung, wie ich das wegbekomme. Hier ist dann The Fashion Week. Kyrat Fashion Week. Oh. Ich würde bestimmt da hochlaufen. LOL! Dann grappen wir uns mal ganz kurz da hoch. Elefant, ich komme gleich wieder, bleib mal ganz kurz da. Ich hole nur ganz kurz hier die Kiste. Weil ich kann es nicht haben, wenn da so eine Kiste alleine rumsteht. Wow, wow, wow! Moment! Aber hat gut funktioniert. Wir müssen zwar so ein kleines Stückchen zurückrennen, aber es kann werden. Hallo. Na, wie geht's, Junge? Ja, ist ja gut, Brauner. Wir brauchen Hilfe, ich wiederhole. Weitere goldene Pfadsoldaten werden gebraucht. Unser Außenposten wird angegriffen. Brauche dringend Verstärkung. Jetzt mit dem Maul. So, und hier wird angegriffen. Unterwegs! Bewegung! Voll cool! Ja! Cool! Richtig awesome! Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt so mega viel Spaß macht, die Leute mal wegzukicken. Ein Elefant! Zurück! Zurück! Elefant, meinst du? Nein, das geht ab!
Bleib stehen! Alter, Shotgun plus Elefant. Richtig cool. Dich ausschließen, meinst du? Na, komm mal her! Wolltest du doch ausschließen, du kleine feige Sau? Hey Leute! Oh nein, nein! Was war das? So, ihr habt Hilfe gebraucht. Hab ich gemacht. Bekomme ich dafür jetzt irgendwas Cooles? Wahrscheinlich habe ich das bekommen, hab's noch nicht gesehen. Dann machen wir ganz kurz diese Hunter-Quest da hinten. Besser, nachdem wir hier die Kiste genommen haben. Ah, es gibt so viel Zeug, was man machen kann. Es ist schon fast zu viel. Richtig geil. Awesome, hoch 20. Warte mal. First shipment, the next plane of medical supplies will arrive on Thursday. We need to be extra careful last time. The tooth golden pass bastard. Ja, ja, bla bla. Wir sind Bastards. Ist mir klar. Ist mir egal. Wir gehen jetzt hier hinten hin. Gucken jetzt mal ganz kurz, was wir da für ein Tier für ihn holen müssen. Für die Fashion Week. Leute, folgt mir ja sogar. Du bist richtig awesome, Junge. Ich mag dich echt gerne. Girard Fashion Week. Use explosives to secure the skin of Black Water Dragon. The rare Demon Fish for Mr. Chiffons garment. Mr. Chiffon, ich habe ein Design gefunden. Ist das so eine Art gepanzertes Hippack? Schön, dass es dir gefällt. Es besteht aus Tigerfisch. Ich habe das Gefühl, als würden Schuppen, die ein großes Comeback feiern. Eigentlich bin ich sogar sicher. Ich habe einen Fischer angeheuert, einen speziellen Teil des Flusses zu bewachen, damit uns niemand zuvorkommt. Du kannst mir später danken. Danke, schätze ich. Gern geschehen. Er sollte alles haben, was du für deinen Angelausflug brauchst. Ein Bot, eine Kühlbox für Shangri-Lager und so viel Sprengstoff, wie du dir nur wünschen kannst. Sei grimmig, RJ. Nice, ich reite einfach einen Elefanten. Ich kann mit dir sogar schwimmen. Oh, awesome. Fab, 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 fab. Ohne Witz, das ist so cool. Wir müssen nochmal ganz kurz unter Wasser gehen. Balonk. Hey, cool, hier ist ein Tier. Sag mal, hat der jetzt gerade getötet oder ist er einfach so tot gewesen hier unten? Der mit Fischskin. Cool. Ohne Witz, Elefantenreiten ist richtig, richtig, richtig awesome einfach, ja? Auch das mit diesem Lager verteidigen und zwischendurch diese LKWs sind so kleine Änderungen, die sie da reingemacht haben. Die finde ich richtig awesome. Boah, Elefantenreiten. Eins der coolsten Ideen. Einfach mit dem Elefant den Fluss entlang schwimmen. Ha, da fühlt man sich doch richtig toll. Und ganz ehrlich, ich finde das Feeling sogar schon, ehrlich gesagt, fast besser als auf dieser Insel, die wir da in Far Cry 3 hatten. War zwar richtig geil, aber ich finde das ja schon fast besser. Das Gute ist, da wir einen Elefanten haben, können wir einfach hier weiterlaufen. Ah, schön. Hoppala. Sorry, Elefant, ich muss mal ganz kurz hier runter. Danke. Ja, Granatwerfer. Gut. Oh Mann, willst du wirklich jetzt schon gehen? Oh Mann, oh. Bleib doch bitte bei mir. Einfach mal random da ins Wasser reinballern. I mean, what can happen? Ach ja, ein Elefant.
Boah, ich kann ihn sogar heute. Oh, nice. Ich bin den eh nicht gebraucht. Ich hätte den eigentlich nur jetzt zum Spaß mit runtergekriegt. Ich wollte nur wissen, ob man mit denen auch runterfallen kann. Hoppala. Kann ich das wieder reinkicken? Hoppala. Ja, die wollte ich. Ja, hat trotzdem getroffen. Was bist du denn? Okay. Ich hatte jetzt meinen Elefanten weg, aber wir kriegen eh bestimmt noch einen neuen. Wow. Kann ich unter Wasser schießen? Nee, ne? So, wie mache ich das dann? Kann ich es so vielleicht finden? Ah, da. Gibt's ja nicht. Da war ich nicht mal so mega scheiß eben drauf. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Ich glaube, der ist tot. Ich würde jetzt langsam echt wundern, wenn er das überlebt. Aber langsam wird es ein bisschen lächerlich sonst. Na komm, gib mal ein bisschen Gas. Wir haben sogar zwei getötet. Hoppala. Achso, es gibt nur einen besonderen. Ja. Hier gibt irgendwie Sinn. Hey, ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay. Dann ist da noch einer. Fast. Komm. So mega scheiße kann ich auch noch wenig sein. Hoppala. Fast. Ja, wir müssen jetzt uns ganz kurz den Granatwerfer wiederholen, weil irgendwie ist die Bazooka leer. Aber Granatwerfer, muss ich zugeben, fand ich sogar ehrlich gesagt schon cooler. Alles jetzt Wasser gefallen, wa? Ist hier nirgendwo die Waffe? Ist jetzt scheiße. Kacke. Müssen wir ganz kurz nach oben gehen und uns schnell das hübsche Teilchen da holen. Besorgen. Also Munition meine ich. Munition, da ist sie ja. Hier ist die Granatwerfer noch einer. Hoppala, da ist gerade ein Fisch weggefallen. Könnt ihr jetzt, kannst du jetzt mal sterben da unten? Okay. Du willst nicht, gut, verstehe ich. Stirb. Awesome.
Ja, ich wollte bestimmt auf die andere Seite und bestimmt nicht irgendwie zum Fischen. Habe ich außerdem den Wingsuit aufgemacht. Egal, läuft ja alles. Ich finde es aber cool, wie er ganz provisorisch immer einfach da reinschlägt. Ah! Fisch! Hilfe! Ich werde von einem Fisch angegriffen. Miesling. Also was können wir überhaupt machen mit Call Guns for Hire? Achso, das war das, ja klar. Erstmal ganz kurz gucken, was mit der Maus ist, aber. Ich nehme mal ganz kurz mal die Ammo. Ich sollte ein bisschen auf Abstand gehen. Könnte laut werden. Wow. Er schießt ja auf mich. Ach, keine Ahnung. Das ist ein Elefant! Ich dachte, wir finden schnell wieder einen neuen Elefanten. Ein Elefant für mich finde ich sehr freundlich. Na du? Wie geht's dir? Dein Kollege ist einfach gestorben, da kann ich aber nichts für. Hust, hust. Ja. Elefant plus Raketenwerfer gleich awesome. So, was haben wir jetzt noch so Schönes hier zu tun? Da gibt's so noch so ein paar Sachen zu tun. Okay. Aber erst in der nächsten Folge bin ich schon wieder vorbei. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.